Jo Freunde der Abzocke, ich habe ja bereits vor ein paar Monaten ein Video zum TikTok-User Max Emre gemacht. Wem dieser Name nichts mehr sagt, der Typ hat immer wieder Livestreams gemacht, in dem er gesagt hat, dass er sich bei X Zuschauern eine Glatze schneiden wird. Natürlich hat er das dann im Endeffekt halt nie gemacht, sondern das Ganze sah am Ende dann immer so aus. Kommt schon Leute, die ersten Haare wollen weg, 6200 oder was steht da? Spinnt gerade bei mir, haben wir schon die 6000? Ich glaube 6900 steht hier. Haben wir schon die 7... Leute, haben wir schon? Ich sehe gerade nicht, es hängt ein bisschen. Haben wir schon die 7000 Zuschauer? Bevor das Video startet, aber eine Meldung meines neuen Partners, Just Legends. Just Legends ist eine Smart Gaming Nutrition. Oh Mann, wie gerne würde ich jetzt diesen Energy Drink von der Marke, die ich nicht nennen darf, trinken. Aber er kostet 1 Euro pro Portion. Das ist viel zu teuer. Hey, da habe ich was für dich. Der Just Legends Performance Booster kostet pro Portion nur 50 Cent. Gerne, wow, Bruder. Danke, viel Mann. Viel Spaß damit. Oh Mann. Wie gerne würde ich diesen Energy Drink von dieser Marke, die ich nicht nennen darf, trinken, aber da sind 50 Gramm Zucker drin. 50 Gramm, das ist viel zu viel. Hey Bruder, da habe ich doch was für dich. Im Performance Booster von Just Legends sind pro Portion gerade mal 1,6 Gramm Zucker enthalten. Das ist ja der Wahnsinn für dich. Danke. Viel Spaß damit. Just Legends ist eine Smart Gaming Nutrition Brand, die alle Bedürfnisse für Gamer abdeckt. Das Team besteht aus Food-Experten und Zockern, die genau wissen, was ihr braucht. Im Gegensatz zu anderen Firmen gibt es halt nicht nur diese Performance-Booster, die eure Konzentration pushen und eure Müdigkeit wegwehen, sondern ihr werdet halt wirklich in allen Belangen als Zocker unterstützt. Mein persönliches Highlight bei Just Legends ist dieser Sleep and Recovery Drink. Dank Melatonin schläft man nicht nur besser ein, sondern steht am nächsten Morgen auch fitter auf. Sleep and Recovery schont und regeneriert dazu sogar noch deine Augen. Ich habe zum Beispiel bei längeren Streaming-Sessions, wenn ich danach direkt ins Bett gehe, das Problem, dass ich noch so voll aufgedreht bin. Aber damit komme ich tatsächlich ziemlich schnell runter und schlafe so in 10-15 Minuten ohne Probleme ein. Dazu gibt es auch diese Energy Bites hier, die man einfach perfekt neben dem Zocken schnabulieren kann. Und das Ganze mit 100% natürlichen Zutaten, vegan und mit Guarana als natürliche Koffeinquelle. Diese Woche gibt es sogar heftige Legions-Week-Angebote. Heute sind beispielsweise alle Milchshakes, Booster, Sleep-Starter Pakete und Bundles um ganze 30% reduziert. Oder ihr wartet bis Freitag. Da sind nämlich alle Booster außer Iced Tea Peach um 40% reduziert. Um diese Rabatte zu nutzen, müsst ihr einfach nur den Code LW21 im Warenkorb eingeben. Und das war's noch gar nicht, meine Freunde. Ich habe noch einen Code für euch und zwar den Code Kuchen. Damit könnt ihr auch außerhalb der Legendary Week 15% bei eurem Einkauf sparen. Allerdings nicht bei den Adventskalendern oder Probierpaketen. Ihr würdet mich wirklich wahnsinnig unterstützen, wenn ihr jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung klickt und da einfach mal vorbeischaut und jetzt viel Spaß beim Video. Sein zweiter Schritt war es dann immer, seine Zuschauer auf Twitch rüberzuziehen. Und zwar hat er in Livestreams und TikTok dann erzählt, dass er sich auf Twitch jetzt auf jeden Fall die Glatze schneiden wird. Da gucken wir auch mal ganz kurz rein, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Kommt jetzt auf Twitch. Ich rasiere auf Ehre schon mal die erste Seite hier ab. Ihr seht, der Rasierer ist an. Die erste Seite ist jetzt ab. MaxEmre_TV auf Twitch. Eine Glatze hat er sich natürlich nie geschnitten. Dadurch haben sich dann natürlich viele Leute getriggert gefühlt und dann sind auch einige Beleidigungen in den Chat gekommen. Und hier hat sich dann gezeigt, wie Max Emre daraus Profit schlagen möchte. Und zwar hat er dann immer Folgendes gesagt. Wer jetzt noch Moderator werden möchte, einfach wie gesagt, jetzt reinsubben, kostenlos mit Amazon Prime. Oder normal reinsubben. Natürlich wurden diese Personen dann nie Moderator. Er wollte halt einfach nur den Sub und dadurch natürlich auch das Geld von den Leuten. Er wollte sich übrigens damit rausreden, dass Rang ja VIP heißt und nicht Moderator. Auch wenn er vorher 10 Minuten über den Moderatorrang gesprochen hat und es ihm auch ein paar Mal rausgerutscht ist, da es ja klar ist, was er damit suggerieren möchte. Ich habe in meinem damaligen Video ja gesagt, dass ich ihn bei meiner Twitch-Partnermanagerin gemeldet habe und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Und er wurde sogar permanent gebannt, so wie es aussieht. Also seitdem hat er auf jeden Fall nicht mehr gestreamt. Absolut verdient. Er hat dann später auch noch ein Statement auf seinem YouTube-Kanal dazu hochgeladen. Da hat er unter anderem Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, wie ich die Miete finanzieren kann. Bro, du hast vorher vielleicht 2 Wochen auf Twitch gestreamt. Du hast halt nicht mal deine erste Auszahlung von der Seite bekommen. Du tust so, als würde jetzt deine regelmäßige Einnahmequelle wegbrechen. Ich meine, was hast du denn vorher gemacht? Gar nichts, oder was? Vor allem fehlt bei ihm auch komplett die Einsicht, dass er vielleicht auch was falsch gemacht haben könnte. Er stellt sich in die Opferrolle und gibt halt allen anderen die Schuld. Wobei man hier sagen muss, keine Ahnung, vielleicht Typ, der trollt auch damit Leute wie ich darauf eingehen. Zu seinem Statement will ich gar nicht mehr so viel sagen. Alpha Kevin hatte ein sehr gutes Video zu gemacht. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Habe ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Momentan zieht er allerdings auf TikTok wieder eine Masche ab, die halt auf der einen Seite wirklich klug ist, aber auf der anderen halt auch einfach mega dreist. An dieser Stelle muss ich halt leider viele Stellen
Stellen vom TJ-Video zitieren. Ihr habt mir auch bei Instagram super viele Ausschnitte von Max Emre geschickt. Allerdings habe ich gedacht, gut, ich speichere mir die später ab. Dann gab es 2 Shitstorms, wo ich zugespammt worden bin. Und Digga, die Nachrichten sind so weit unten, da muss ich, glaube ich, eine Stunde runterscrollen oder so. Das macht nicht wirklich viel Sinn. TJ hat dazu aber 2 sehr gute Videos hochgeladen, verlinke ich euch ebenfalls in der Beschreibung. Auf TikTok macht er an sich genau das gleiche wie vorher auch. Er geht in den Stream und sagt dann zum Beispiel, dass er sich bei 100 Zuschauern eine Glatze rasiert, was er natürlich halt nicht macht, wenn er diese 100 Zuschauer erreicht. Allerdings hat er das Ganze jetzt noch auf Stufe 2 gebracht, denn dadurch, dass Max jetzt natürlich mit Twitch kein Geld mehr verdienen kann, muss er die Zuschauer irgendwie auf TikTok um ihr hart Erspartes bringen. Denn in seinen Streams, wenn dann einige Zuschauer da sind, sagt er oftmals sowas hier. Gut, dann würde ich meine Augen jetzt zumachen und in 10 Sekunden mache ich meine Augen wieder auf. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer erreicht haben, schneide ich mir eine Glatze, ja? Also. Die Leute fangen dann an, ihn zu beleidigen, weil sie natürlich wollen, dass er mit dem Stream aufhört und sich die Leute natürlich auch verarscht fühlen. Wenn er dann irgendwann später seine Augen wieder aufmacht, dann sagt er meistens sowas hier. Ah, 6000 Zuschauer, oh mein Gott. Okay, die 100 Zuschauer haben wir auf jeden Fall aber alle am Beleidigen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Moderator. Alle, die Moderator werden wollen, jetzt einmal aufs Plus drücken. Als Moderator könnt ihr andere Leute stumm schalten, wegbannen, so wie Chef Strobe bei Trimax oder Big Mac bei Montana Black. Er bringt den Chat also erst dazu, dass er komplett beleidigt wird, um dann im nächsten Moment nach Moderatoren zu suchen, denn die Leute sehen ja, dass der Chat wirklich moderiert werden müsste und das wollen natürlich dann einige machen. Dazu kommen natürlich auch immer wieder neue Leute in den Stream rein, die ihn vielleicht nicht kennen und gar nicht wissen, was da gerade abgeht. Und was denkt ihr, muss man tun, um Moderator zu werden? Moderator, der hier die ganzen kleinen Kinder, die hier beleidigen, stumm schaltet, wegbannt und so weiter und so fort. Als Moderator steht über euren Namen ganz fett Moderator, das heißt, ihr werdet automatisch viele Follower bekommen. Die Person, die die meisten Münzen raushaut. Ja, ihr habt richtig gehört. Derjenige, der am meisten Geld spendet, wird Moderator. Es gibt natürlich auch keine zeitliche Begrenzung oder sonst irgendwas, sondern das wird erstmal einfach so gesagt und vielleicht wird das irgendwann aufgelöst oder vielleicht auch nicht. Man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, hä, wer ist denn bitte so dumm und gibt dem jetzt Geld. Aber tatsächlich gibt es einige Leute, die ihm da gespendet haben und auch immer wieder spenden. Es gibt zum Beispiel ein Video von Max Emre auf TikTok, wo er ein Flugzeug, ein Planet, ein Privatjet und eine Rakete bekommt. Und alles zusammen hat irgendwie einen Wert von ungefähr 700 Euro oder sowas. Allein diese Rakete kostet umgerechnet ungefähr 300 Euro. Und das hat irgendjemand für Max Emre ausgegeben. Soweit ich weiß, zieht sich TikTok zwar 70% der Einnahmen ab. Ja, wirklich 70%, also sehr faire Plattform auf jeden Fall. Aber das sind bei 300 Euro halt trotzdem 90 Euro, die Max Emre bekommt. Klar, für Monte sind es halt nur 90 Euro, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Vor allem gab es auch mal jemanden, der tatsächlich eine relativ hohe Summe gespendet hat. Und was sagt Max einfach später im Livestream zu ihm? Exotic, wenn du noch hier bist, du bist ja im Gönnermodus. Ich denke mal, es kommt hier keiner mehr. Ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit zu warten und mich zu wiederholen. Hau einfach was Dickes raus, Bruder, wenn du noch kannst. Hau ein Flugzeug, Privatjet, irgendwas Dickes, du bist ja gerade im Gönnermodus. Also, anstatt sich darüber zu freuen, dass tatsächlich jemand ihm deswegen Geld gespendet hat, versucht er dieser Person, die ja sowieso schon voll viel Geld in ihn reingesteckt hat, dazu zu bringen, dass einfach noch mehr gespendet wird. Und das, was er da genannt hat, kostet auf TikTok ungefähr 75 Euro. Er freut sich also nicht mal, sondern die Leute, die ihn sowieso schon unterstützen, werden dazu gebracht oder sollen dazu gebracht werden, dass sie noch mehr Geld spenden. Noch ekelhafter wird es allerdings jetzt, denn TJ hatte Kontakt mit einem Zuschauer, der von Max Emre quasi gescampt worden ist. Da hören wir einfach mal in das Gespräch rein. Und meinte, er schickt mir 300 Euro dafür, dass ich ihm dann für 250 Euro was im Stream spende und dann hätte ich 50 Euro Provision dafür bekommen. Als ich das dann gemacht habe, ihm 250 Euro gespendet habe, hat er mir eben, also die 50 Euro Provision, hat er mir am nächsten Tag, hat er dann per PayPal wieder zurückgezogen, so dass ich ihm am Ende was gespendet habe, aber ich die Provision am Ende nie erhalten habe. Das muss man sich mal überlegen. Max Emre gibt ja der Person den Moderatorrang, die am meisten Geld spendet. Und wenn du jetzt tatsächlich jemand bist, der gerne Moderator werden möchte und da ordentlich Geld reinpumpst und jemand anderes macht es auch, dann gehst du ja quasi davon aus, dass das irgendwie so ein Battle ist. Allerdings sind das dann eventuell irgendwelche Leute, die Max im Hintergrund dafür bezahlt hat, dass sie sehr viele Sachen in seinem Stream spenden, damit die anderen Personen dazu gebracht werden, noch mehr Geld zu spenden, damit sie halt Moderator werden. Das ist
ist halt wirklich einfach unfassbar lächerlich. Und ich wette, das ist auch strafrechtlich nicht einfach so erlaubt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Auch geil, dass er diese 50 Euro Provision, die er an diesen Typen dafür gezahlt hat, dass er während dem Stream gespendet hat, einfach per PayPal wieder zurückgezogen hat. Ich meine, wie ehrenlos kann man denn sein? Ich meine, die Aktion generell ist schon weird. Aber dann der Person, die dir geholfen hat, sogar diese 50 Euro noch wegzunehmen, ist halt an Dreistigkeit und Ehrenlosigkeit wirklich nicht zu überbieten. Und ich verstehe halt immer noch nicht, was er damit erreichen möchte. Klar, jetzt gerade scheint er zumindest relativ viel Geld zu verdienen, wobei man das natürlich auch nicht wirklich sagen kann. Es gibt ein Video vom YouTube-Nutzer Kevin und der hat so geleakte Nachrichten von Max Emre in seinem Video gezeigt. Und da hat Max zum Beispiel gesagt, dass er mit der ganzen Masche schon fünfstellig verdient hat. Allerdings wissen wir deswegen nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich meine, der Typ, dem er das gesagt hat, das ist halt offensichtlich auch kein Kollege. Also so wie der schreibt, ist das jemand, mit dem er da zum ersten Mal talkt. Also wer weiß überhaupt, ob er da die Wahrheit gesagt hat. Aber trotzdem ist halt auch sowas nichts für die Zukunft. Und ich verstehe Max ehrlich gesagt auch nicht. Als er auf Twitch gestreamt hat, hatte er da am Ende, selbst wenn er diese Masche nicht gemacht hat, immer so 60 bis 100 Zuschauer. Das ist für einen Anfänger auf der Plattform tatsächlich halt mega gut. Anstatt dass er sich darauf dann fokussiert hat und einfach einen vernünftigen Weg eingeschlagen hat, hat er immer weiter versucht, die Leute abzuziehen und abzuziehen, bis er halt gebannt worden ist. Mag sein, dass er auf TikTok jetzt damit vielleicht tatsächlich einiges an Geld macht. Das will ich gar nicht verneinen, auch wenn ich als Außenstehender von TikTok gar keine Ahnung habe. Aber mein Max, eine Frage an dich. Wie soll das denn weitergehen? Möchtest du jetzt 60 Jahre lang TikTok-Streams machen, wo du so tust, als würdest du dir eine Glatze schneiden, um dann von den Leuten Geld zu bekommen? Das Ganze klappt vielleicht ein oder zwei Jahre, aber das ist doch auch überhaupt nicht zukunftsorientiert. Ich meine, du wirst einfach mega gehatet, du machst dir deinen Ruf damit einfach kaputt und ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit auf einer anderen Plattform wie YouTube oder Instagram irgendwie mal deinen Erfolg rüberziehen kannst. Er hatte ja auch damals in seiner Bio stehen, dass er ja versucht, durch Hate erfolgreich zu werden. Allerdings ist das halt gerade einfach gar nicht mehr der Fall, denn ja, okay, er wird immer noch gehatet, aber er versucht ganz klar, mit ganz perfiden Maschen hier die Leute abzuziehen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das konnte ich in diesem Video ja zeigen und das finde ich wirklich einfach traurig. Noch trauriger finde ich es, dass das auf TikTok anscheinend erlaubt ist. Ich meine, der Kanal von dem Typen hat einfach 100.000 Follower und er wird ja nicht gesperrt. Ist ja anscheinend okay, dass er das macht. Finde ich auch ziemlich weird. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut jetzt bei meinem Partner Just Legends vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.